So, hi Fans, damit willkommen zu Folge 2. Bevor wir jetzt den Wirt angehen, hier noch ein, zwei Dinge, die kenne ich glaube ich auch noch von früher. Da waren noch so ein paar Plot-Twists hier in den Bildern, meine ich. Wow, hüte deine Zunge, das ist meine Schwester. Da kommt da nichts mehr, ja, also so irgendwie sowas war da. Ist das dein Pitbull? Nein, das war ich als Baby. Genau sowas habe ich nämlich gemeint. Bist du der Typ mit dem Lampenschirm auf dem Kopf oder der, der aus dem Boxring torkelt? Lampenschirm. Genau, immer so komische... So. 15 Kerle mit Handtüchern im Gürtel? Meine Abschlussklasse auf der Schule für Kneipenwirtschaft. Kneipenwirtschaft. Was ist das? Es heißt großes, graues, getropftes Gebilde. Ich habe mal einen Kunstkurs besucht. Das sind so Hintergrundinfos, die will keiner wissen, aber schön, dass sie da sind. Das ist ein großer Fisch. Ja. Ja. Mann, ich wünschte, die hätten eine Jukebox. Kann ich Klavier spielen? Ja, na klar. Kann ich's antreten? Spiel. Ich konnte Nasenringe nie leiden. Ich auch nicht, aber ich bin gezwungen worden. Sieht aus, als wären dir die Kunden ausgegangen. Ja, deine Gang ist mit diesen wohlgekleideten Herren abgehauen. Also was soll's sein, Meister? Wo sind die alle hin? Was bin ich? Reiseleiter auf einer Kreuzfahrt? Vielleicht sind sie gerade auf dem Sonnendeck. Ich glaube, du steckst in der ganzen Scheiße mit drin. Ja, aber was willst du dagegen machen? Was willst du haben? Ich meine, das ist jetzt auch nichts Neues für Leute, die diese Point-and-Click-Adventures kennen, dass du dann diese Textauswahlen hier... Ich will wissen, wer mir eins übergebraten hat. Vielleicht hat es dich einfach umgehauen. Du solltest lernen, mit Alkohol vorsichtiger umzugehen. Willst du was? Ich suche meine Schlüssel. Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Oh doch, das hast du. Wenn ich mir was gemerkt habe, dann das. Willst du was bestellen? Nein. Willst du was bestellen? Nein. Also die Gesprächsoptionen sind uns ausgegangen. Ich konnte Nasenringe nie leiden. Ich auch nicht, aber ich bin gezwungen worden. Hat ein bisschen gedauert jetzt. Also ich würde mal sagen, wir holen uns jetzt mal unsere Schlüssel wieder und wenn er die halt nicht freiwillig rausdrücken will, dann... Weißt du, was deiner Nase besser stehen würde? Was? Die Bar. Also hör auf, mich zu verscheißern. In Ordnung, in Ordnung. Ich habe deine Schlüssel, aber ich weiß von nichts. Sie hatten Pistolen. Sie sagten, ich soll dich so lange wie möglich aufhalten. Warum? Ich weiß nicht, ich weiß es nicht. Ich habe gehört, wie sie irgendwas von einem Hinterhalt erzählten, oben an der Straße. Was noch? Nichts, wirklich gar nichts. Hör zu, Mann. Hier sind deine Schlüssel, alles klar? Irgendjemand hat was davon erzählt, dich umzubringen. Und dass es so aussehen soll wie ein Unfall. Da waren sie nicht so erfolgreich. Aber warum wollen sie die Polecats in einen Hinterhalt locken? Ich mach mich besser auf den Weg. Sie ist leer. Keine falschen Gedanken. Ja, okay. Ist mir klar. Konnte ich eigentlich nicht noch hier am Tisch? Nee, am Tisch kann ich... Da am Tisch konnte ich, glaube ich, nichts mehr machen. Egal, also. Fahren wir mit der Story fort. Den Nutzen. Ich weiß schon, was jetzt kommt, weil der Unfall... Der Unfall, nach dem es aussehen soll, der kommt erst jetzt noch. Wenn ich auf der Straße bin, bin ich
unverwundbar. Niemand kann mich aufhalten. Aber sie versuchen es. Es kommt nämlich dieses erste... Bist du nicht der Nummer 1, Polkett Obermacker? Ja, du bist mir im Weg. Gewöhn dich dran, Mann, wenn die Rockwheelers auf der Straße sind, gehört sie ihnen. Hey, das meine ich ernst. Jemand will die Polkets linken. Jemand will die Polkets linken? Oh Himmel, was sollen wir bloß tun? Das reicht jetzt. Komm schon, Polkätzchen! Rupp da mit dir! Ich weiß nicht, wie betrunken die damals waren, als sie sich diese Kampfsimulation ausgedacht haben, aber es wird noch besser, ich sag's euch. Und? Oh, hoppala. Ich sag nein. Wenn ich mal noch was investieren muss, dann ist ein neuer Bürostuhl. Ich möchte Ihnen jetzt noch ein allerletztes Mal davon erzählen, ich muss so reden. Und das ist auch irgendwie davon erzählen, ich muss so reden. Keine Sorge, ich glaube, ich habe einen Plan. Sie haben Pistolen. Malcolm Corleys letzter Wunsch. Schicken was von einem Hinterhalt oben an der Straße. Ich habe einen Plan. Den habe ich ja auch. Fürchterlich. Die druckt mein Redakteur besser in Farbe. Ich sollte dir jetzt wohl besser Hilfe besorgen. Oh, hör auf zu nörgeln. Ich kenne hier jemand, der kriegt alles wieder hin. Typisch Gaffer. Erst alles fotografieren und dann Hilfe holen. Was bist du? Ich bin Mechanikerin. Und so wie es aussieht, bin ich auch eine ziemlich gute Ärztin. Ich heiße Maureen. Ich heiße Ben. Warum hast du mir eins auf den Kopf gegeben, Maureen? Du hattest einen Unfall. Wood hat dich gefunden. Sie hat dich und dein Bike hierher gebracht. Mein Bike? Was hast du mit meinem Bike gemacht? Ich hab's von den Toten zurückgeholt. Genau wie dich. Ungefähr das Gleiche, was ich auch mit dir gemacht habe. Ich brauche allerdings ein bisschen Hilfe, um fertig zu werden. Wer bist du? Maureen, erinnerst du dich? Wenn das zu schwierig ist, solltest du vielleicht bei Mo bleiben. Also nicht verwirren, ja, mein Gaming-Monitor ist da und der Kontrollmonitor für meine Aufnahme ist hier. Also nicht wundern, wenn ich eigentlich mal in die andere Richtung gucke. Hast du auch einen Nachnamen? Ich benutze ihn lieber nicht. Und was ist mit dir? Dasselbe. Dann bleibt es wohl für immer bei Ben und Mo. Ist das eine autorisierte Corley-Werkstatt? Du könntest das hier eine autorisierte Corley-Werkstatt nennen. Aber ohne den offiziellen Papierkram. Ah, ein unrechtmäßiges Corley-Unternehmen. Nenn es lieber ein abtrünniges Corley-Unternehmen. Woher kannst du so gut mit Motorrädern umgehen? Ich bin damit aufgewachsen, mit meinem Vater daran zu arbeiten. Einen ganzen Sommer lang haben wir nichts anderes getan, als diese alte Hardtail wieder in Schuss zu bringen. Wir haben jeden einzelnen Bolzen geschrubbt, bis alles glänzte. Aber eines Tages ist er abgehauen und nie wiedergekommen. Also bin ich zu Toastern gewechselt. Wohnst du in der Stadt? Naja, Melonweed hat nicht viel von einer Stadt. Was übrig ist, sinkt ungefähr einen halben Meter pro Jahr. Die Leute passen sich entweder an oder sie hauen ab. Ich finde das in Ordnung. Kein Gesellschaftstyp? Ich komme mit Toastern besser zurecht, das ist alles. Du scheinst dich mehr für mich zu interessieren als für dein Motorrad. In der Stadt, wo drei, oder in einem Dorf, wo drei Leute wohnen, komme ich besser mit Toastern zurecht. Wie viele Toaster kann es denn hier geben? Wie sieht's aus?
Sieht besser aus als vorher, aber du musst mir etwas helfen. Die Vordergabel war Schrott, also musst du eine neue besorgen. Und irgendjemand hat mein Schweißgerät gestohlen. Kannst du dir das vorstellen? Ohne das kann ich nicht fertig werden. Furchtbar. Und außerdem habe ich den Tank repariert, war gerissen. Aber du hast kein Benzin mehr und ich habe auch keins. Wo soll ich den ganzen Kram finden? Das kriegst du schon hin, starker Mann. Wo bekomme ich eine neue Gabel her? Naja, es muss keine neue Gabel sein, einfach nur nicht in winzige Teile zerbrochen. Du könntest erstmal bei Todd fragen, im Wohnwagen auf der anderen Straßenseite. Ihm gehört der Schrottplatz. Wie soll ich dein Schweißgerät finden? Keine Ahnung. Stell eine Falle auf. Ich kann immer noch nicht glauben, dass jemand mein Schweißgerät gestohlen hat. Wer in der Gegend würde sowas machen? Bei 3 Leuten im Dorf und die eine, die Fotografin, war es bestimmt nicht. Wer bleibt da noch? Wo ist das Benzin? Nun, da ist ein ganzer Turm voll davon, am Rand der Stadt. Ich habe dieses verrückte, irrationale Gefühl, es könnte sich lohnen, da vorbeizuschauen. Ich schätze, damit komme ich klar. Gut. Nur dummerweise wird der Turm halt bewacht. Ich muss aus dieser Stadt raus, schnell. Probleme mit dem Gesetz? Nicht in diesem Bezirk. Warum dann die Eile? Meine Gang steckt in Schwierigkeiten. Die Polecats? Woher weißt du das? Steht hinten auf deiner Jacke. Sie sind auf dem Weg in eine Falle, darum muss ich sie erwischen. Dann bringen wir diesen bösen Jungen besser wieder auf die Straße, hm? Ich kann dich nicht bezahlen. Hey, diesmal ist es gratis. Ich habe schon ewig nichts mehr angefasst außer Toastern. Mal wieder so eine Maschine in die Finger zu kriegen, war mir ein Vergnügen. Nun, danke. Ja, ist schon gut. Na, ich lass dich wieder an die Arbeit. Sag mir Bescheid, wenn du was gegen Kopfschmerzen brauchst oder so. So, in dem Teil vom Spiel kenne ich mich noch recht gut aus, weil das war immer der, wo wir, sag mal schnell, wo wir immer oft wieder angefangen haben, weil wir gedacht haben, wir haben irgendwas übersehen. Deswegen weiß ich, ich muss den Benzinkanister auf jeden Fall mitnehmen und ich brauche den Schlauch. Und sonst brauche ich hier jetzt, glaube ich, da ist mein Motorrad. Sonst brauche ich jetzt, glaube ich, nichts. Da ist noch ein Foto. Wer ist das? Oh, das bin ich und mein Onkel Pete. Er hat sich auf dieser Nerzfarm um mich gekümmert, nachdem Dad abgehauen war. Als er starb, habe ich sie geerbt. Du hast eine Nerzfarm? Naja, das Teil war schon lange bevor Onkel Pete starb am Ende. Aber ich gehe immer noch hin, wenn ich mal eine Weile Ruhe brauche. Ja, auf die kommen wir nachher auch noch zurück, auf diese Nerzfarm. Also. Oh gut, du bist noch nicht tot. Dann habe ich was bei dir gut. Ich habe gehört, du hast mir das Leben gerettet. Ja, aber keine Sorge. War nicht meine Absicht. Ich war nur auf der Suche nach ein paar netten Katastrophenfotos. Wen interessiert ein Bild, auf dem ich verblute? Es geht nicht ums Blut. Es geht um die Art, wie du verknotet warst. Du hast ausgesehen wie eine Brezel. Ich muss einen Hinterhalt verhindern. Hinterhalt? Wirklich? Wo? Ich weiß nicht genau. Meine Gang begleitet ein paar VIPs zur Corley Motors Aktionärsversammlung. Und an der Straße wartet irgendwo ein Hinterhalt auf sie. Ja? Das ist nicht leicht für mich. Ich brauche... Komm schon, Mann. Spuck's aus. Kannst du mich nachher im Auto mitnehmen? Ich muss diesen Hinterhalt vereiteln. Du hast recht. Wir müssen zu diesem Hinterhalt. In Ordnung. Aber ich fürchte, ich bin zurzeit nicht motorisiert. Wie sind wir dann hierher gekommen? Per Anhalter. Tja, dann gehe ich wohl besser. In Ordnung. Und fahr vorsichtiger. So. Wissen wir natürlich, dass die Geschichte mit dem Anhalter, beziehungsweise ihr wisst nicht, ich weiß es. Kann ich nochmal mit der reden? Jemand gefunden, der uns mitnimmt? Nein. Nein. Ich weiß, dass die Geschichte mit dem Anhalter erfunden war. Ich guck immer auf meinen Kontrollmonitor, wenn ich mit mir selber rede. Egal. Also, dann gehen wir mal unseres Weges. Thank you.
Danke fürs Mitnehmen. Jetzt habe ich was bei dir gut. Jetzt habe ich nämlich genau gewusst, dass das jetzt kommt. Ist noch was im Briefkasten? Der ist leer. Also, jetzt gehen wir mal hier raus, weil dann sehen wir jetzt dieses ganze Dorf in seiner Schönheit. Hier ist der Typ mit dem Wohnwagen. Da hinten ist der Benzinturm. Hier ist der Schrottplatz. Also, das ist das ganze Dorf und es versinkt einen halben Meter pro Jahr. Also könnt ihr euch ungefähr ausrechnen, bis diese Baracken hier alles weg sind. So. Jetzt überlege ich gerade. Als erstes gehen wir mal zum Turm. Diese paar Pixel hier, also wie die, auch wenn ich gerade zeige, ihr seht es eh nicht, aber so wie diese paar Pixel hier dann immer auf dem Ding rein, gell? So, da oben ist unser Benzin drin. Ich wette, das Teil ist voll mit Benzin, wenn ich da nur rein könnte. Das da oben ist ein elektrischer Zaun. Also da kommen wir nicht drüber. Das da oben ist ein elektrischer Zaun. Da noch was? Schilder? Das da oben ist ein elektrischer Zaun. Dasselbe Schild. Hier haben wir ein Schloss. Das Vorhängeschloss sieht ziemlich stabil aus. Weiß ich nur nicht mehr. Das könnte ich nicht aufbrechen. Doch, ja. Dann habe ich was in meinem Kopf durcheinander gebracht. Dann müssen wir doch erst zum Wohnwagen hier. Starten wir Todd kurz einen kurzen Besuch ab. Und wir sehen ja schon daran, wie diese 3-4 Pixel da oben so schön aufblinken. Entweder schweißt jemand da unten, oder das ist eine ziemlich primitive Form der Rundfunkübertragung. Also, ganz ehrlich, noch einfacher könnte es in diesem Spiel gar nicht haben, wo das Ding ist. Schweißgerät. Offenbar hat der Kerl einen Hund. Da unten riecht es nach Metallarbeiten. Diese alte Grafik. Da lasse ich meinen Mund nicht dran. Stahlgitter im Glas. Stahlgitter im Glas. Abgeschlossen, aber nicht besonders stabil. Das war jetzt wieder eine Aufforderung. Wir klopfen mal ganz höflich an. Da draußen. Hey. Ich versuche hier drin Kunst zu machen, Kumpel. Ich habe keine Zeit zu vergeuden mit Versagern wie dir. Ich bin ein Freund von Mo. Ich brauche... Hör zu. Ich habe kein Schweißgerät genommen. Hast du verstanden? Ich bin kein Dieb. Also verpiss dich endlich. Was willst du? Eintreten. Da war ein kurzes Autospeichern wieder. Und ich weiß, es ist jetzt ein klein bisschen gespoilert, aber dieser Wohnwagen hat einen Keller. Und den gucken wir uns in der nächsten Folge an.